viele wissen nicht, über was sie im Stream reden sollen. Viele haben Leute, die da sind, aber die hören dann auf einmal auf zu schreiben oder sie sehen vielleicht, dass Leute da sind, die aber nicht schreiben, was ihr sowieso nicht machen solltet. Ihr solltet niemals gucken, wer in eurem Chat ist und nicht schreibt. Das macht euch nur unsicher. Sondern versucht einfach immer über Themen zu reden, sodass Leute schreiben wollen mit euch oder sich angesprochen fühlen und deswegen schreiben und sowas, wenn euer Chat leer ist. Viele wissen aber nicht, über was sie reden sollen. Und es gibt natürlich neben den Alltagsthemen, neben Themen, die gerade am Tag passiert sind, neben Themen, die, keine Ahnung, die man vielleicht nicht ansprechen sollte natürlich, gibt es halt auch Themen, die man immer nehmen kann, weil es einfach so, wie ich gerade gesagt habe, so Gedankenspiele sind. So wie das, was wir gerade gemacht haben, was mögt ihr lieber? Meerjungfrau oben oder Meerjungfrau unten? So, es ist so ein bisschen, ein paar von den Fragen müsst ihr aufpassen, sind ein bisschen grenzwürdig. Man sieht schon mit der Meerjungfrau, da kann man dann auch auf einmal grenzwürdige Antworten bekommen und sowas. Kommt ganz darauf an, wie ihr streamt, wer ihr seid. Und es gibt halt so Seiten, die ihr einfach googeln könnt. Wie zum Beispiel so, was wäre wenn Fragen. Was wäre, wenn es interessant, wie, weil, schaut mal, ihr habt hier, ihr könnt diese Seite euch ausdrucken oder bookmarken und hier ist schon wieder Sex, ey, es ist einfach unfassbar, weißt du, du kommst nicht davon, ey, 80% des Internets, voll mit Nackedein, schrecklich, schrecklich, wo ist der Adblocker? Adblocker ist böse. Benutzt keinen Adblocker, vor allem nicht, wenn ihr selber Content Creator seid, ohne Werbung kein Internet, 69% des Internets. Was wäre, wenn du dein Handy verlieren würdest? Darüber kann man schon mal eine Stunde reden. Was wäre, wenn du dich nicht schminken dürftest? Kann man auch eine Stunde lang drüber reden. Was wäre, wenn du morgens ein Hornissensnest in deinem Schrank finden würdest? Gut, da würde ich einfach sagen, Haus verbrennen und das Thema wäre vorbei. Was wäre, wenn du Dinge zu dir beamen könntest? Also, und was ich ja immer gemacht habe, am Anfang des ersten halben Jahr habe ich diese, so eine Frage in meine Stream-Beschreibung reingeschrieben. Kein interessiert sowas wie, heute spielen wir den ersten Tag von Zelda. Yay. Weißt du, auf den Titel klickt keiner drauf. Aber wenn da steht, was wäre, wenn du dich teleporten könntest oder was wäre deine Superkraft oder was auch immer, dann erstens klicken da vielleicht Leute drauf. Also nicht viele, ne? Nicht viele. Aber wenn du gerade anfängst, willst du, dass zumindest eine Person auf deinen Stream klickt. Zwei Personen, drei Personen. Und sowas kriegst du halt eher, wenn du engaging Titel schreibst, wie zum Beispiel, was wäre deine Superkraft und sowas. Und wenn es im Titel steht, so knapp wie möglich natürlich, dass da nichts abfällt, kein Punkt, Punkt, Punkt ist oder sowas, so, was wäre deine Superkraft? Fertig. Superkraft? Fragezeichen. Irgendwie sowas. Es ist mir passiert, kommen Leute rein, um diese Frage zu beantworten. Die einfach denken, oh ja, cool. Ich meine, die Superkraftfrage ist jetzt ein bisschen ausgelutscht, aber da gibt es ja hier jetzt Tausende, ihr seht's ja. Und ihr könnt da einfach mit denen drüber reden. Und Leute kommen in den Chat rein und sagen sowas wie, ey, ich wäre unsichtbar, Mann. Ich könnte das und das und das machen. Das sind vielleicht Leute, die ihr schon kennt, die euch sowieso anschauen, die aber sonst nicht viel schreiben. Oder es sind vielleicht Leute, die einfach zufällig in eurer Kategorie sind und auf euren Stream geklickt haben, auch wenn ihr der fünfte Stream seid. Aber sie haben drauf geklickt, weil sie sich gerade mit der Frage, die ihr im Stream stehen habt, in der Streambeschreibung identifizieren können und sie euch beantworten wollen. Es gibt ja nie die Lösung für was auch immer, für mehr Zuschauer oder was auch immer. Aber es gibt halt ganz viele kleine, wir haben in der Agentur immer gesagt, Stellschrauben. Es gibt immer ganz viele Schrauben, die man drehen kann. Und am Ende hast du quasi eine etwas größere Schraube dadurch gedreht. Und das ist eine kleine Schraube davon. Was wäre, wenn du erblinden würdest? Ja, haben wir auch schon im Stream drüber geredet. Oder was würdest du eher machen? Blind sein? Was wärst du eher lieber? Blind sein oder gehörlos sein und sowas? Also da gibt es viele Sachen, über die man richtig viel reden kann. Und das ist halt eine kleine Stellschraube. Themen finden. Und so was müsst ihr parat haben, dass wenn in eurem Chat nicht geschrieben wird oder wenn ihr merkt, ihr seid langweilig oder wenn ihr merkt, ihr habt gerade nichts zu erzählen oder wenn ihr merkt, das Spiel gibt euch gerade nichts, greift auf so eine Frage zurück. Stellt die, schreibt sie vielleicht in die Stream-Beschreibung. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe irgendwann gesagt, Ausrufezeichen FDT hieß es, Frage des Tages. Ich habe jeden Tag mir eine neue Frage überlegt. Manchmal habe ich mir von solchen Seiten sie geholt oder manchmal auch selber, manchmal zum Spiel passend. Und habe Ausrufezeichen FDT, haben die Leute dann extra gemacht, sind extra reingekommen, um nur Ausrufezeichen FDT zu machen, um mit mir über dieses Thema zu reden, was ich an dem Tag vorgegeben habe. Und viele waren traurig, als ich es abgeschafft habe. Aber es war für mich irgendwann zu viel Arbeit. Irgendwann war der Chat jetzt halt Leute schreiben und ich kann mich unterhalten und ich kann auch von alleine die Themen ansprechen, ohne dass ich sie vorgebe im Chat oder sowas. Aber am Anfang ist es gut zur Übung und einfach gut, um Leute zum Reden zu bringen. Und das ist so ein kleines Ding, was man machen kann, was aber gar nicht so klein ist, finde ich. Ihr habt die Liste parat legen, wenn auf einmal nicht mehr geredet wird, wenn Leute, wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr sagen sollt, wenn das Spiel euch nichts gibt, sagt ihr einfach, hey, Mama, was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr sprechen könnte? Haben wir auch mal hier drüber geredet. Was wäre, wenn ich nicht mehr sprechen könnte? Und da muss keiner im Chat schreiben, sondern dann redet ihr drüber.
dann redest du als Streamer drüber einfach, halbe Stunde lang, Stunde, keine Ahnung, was du machen würdest, wenn du nicht mehr sprechen könntest, von einem auf den anderen Tag. Was wird's, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest? Und ihr alle, ich merke es ganz genau, viele antworten ja manchmal auf so ein paar Fragen, die ihr hier sehen. Und ihr spürt es selber in euch. Ihr seid alle Streamer, die meisten von euch. Und ihr spürt selber in euch, wie ihr Bock habt, über ein paar Themen davon zu reden. Und so geht es vielen Leuten. Ihr stellt diese Frage, sie steht in der Beschreibung, was auch immer. Und Leute fühlen sich, haben Bock, ihre Meinung dazu zu sagen. Was wäre, wenn du plötzlich ein Star wärst? Was, wenn du all deine Facebook-Freunde persönlich kennen würdest? Was wäre, wenn alle Drogen legal wären? Was wäre, wenn die Ehe nur 7 Jahre lang gültig wäre? Das ist doch eine super philosophische Frage. Was wäre, wenn die Ehe nur 7 Jahre lang gültig wäre? Leute würden viel mehr heiraten wahrscheinlich. Und es gäbe wahrscheinlich viel weniger Scheidungen, weil die meisten Leute sagen, ja komm, den machen wir noch die 2 Jahre voll. Super interessant, manche Sachen. Und es ist einfach nur so eine dumme Seite. Was wäre, wenn Fragen? Die Liste zum Partyspiel. Keine Ahnung, das ist auch ein Partyspiel oder so. Und 270 interessante Fragen für einzigartige Gespräche. Und schreckt nicht zurück, auf solchen Seiten einfach nach Fragen zu suchen. Wann hast du das letzte Mal in einer Gegenwart einer anderen Person geweint? Schau, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mit Vorsicht behandle. Weil, das müsst ihr vorher realisieren, dass viele Leute dann natürlich logischerweise traurige Geschichten erzählen könnten. Und wenn es für euch okay ist, wenn ihr so ein Stream seid, wo man über Probleme redet und sich gegenseitig unterstützt, dann super. Aber manche Leute, wie ich zum Beispiel, wollen halt happy, 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 happy haben die ganze Zeit hier. Happy, happy. Und dann so eine Frage kann auf einmal die Stimmung vom ganzen Chat kippen zu einem sehr traurige Stimmung einfach. Und da muss man aufpassen. Also dann sagt einer, als ich geschieden wurde und dann sind alle traurig und es ist auch okay. Und man kann ja auch drüber reden, wenn ihr das wollt. Nur müsst euch bewusst sein, dass nicht jeder auf Twitch über traurige Themen reden möchte. Und es kann halt sein, dass wenn auf einmal die Stimmung kippt im Chat, dass dann die Hälfte von den Zuschauern geht, weil sie halt sowieso schon traurig sind und nicht noch trauriger werden wollen. Oder aber auch andere kommen mehr dazu, weil sie eben genau ihre Traurigkeit ausdrücken wollen und so weiter und so weiter. Glaubst du an Schicksal? Wovor hast du am meisten Angst? Das sind alles Sachen, nur ich sag nur, seid dann vorsichtig, weil manche Themen gibt es einfach, die dann auf einmal kippen. Würdest du eher eine Woche lang kein Fernsehen oder kein Internet haben? Würdest du eher einen Harry Potter Marathon oder einen Herr der Ringe Marathon schauen? Würdest du eher ein Superheld oder ein Bösewicht sein? Weißt du, diese Gegenüberstellung. Das eine sind die Fragen, was wäre wenn? Das sind coole Fragen. Was wäre wenn? Kannst du dich mal, du ungewollt schwanger würdest? Okay, vielleicht das Thema sollte man nicht sagen. Würdest du eher dir nie wieder die Haare schneiden können oder nie wieder die Haarfarbe ändern? Und wir hatten dann auch so seltsame Themen wie, würdest du eher gerne komplett am ganzen Körper Fell haben oder Schuppen? Solche Sachen. Und es sind einfach abstruse Themen, wobei Leuten aber das Gehirn anfängt zu arbeiten. Also wo Leute einfach gerne ihre Meinung sagen wollen. Ich sollte das immer noch offen haben, diese Website eigentlich, dass ich irgendwann manchmal nicht weiß, was immer noch jeden Stream vorkommt, nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Dann gucke ich da schnell drauf und einfach aus dem Nichts stellt mir so eine Frage. Und schon fängt man an, über ein Thema zu reden, was einen zu dem nächsten Thema rüberbringt und was auch immer.